So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und ich habe den guten Robin an meiner Seite. Hallo. Und den guten Nipplab. Hi. Und der Sponsor. Der Sponsor, genau. Und wie zu jedem Set machen wir Modern Horizons 3 Booster auf. Wie zu jedem Set öffnen wir Modern Horizons 3. Egal, genau, genau. Egal was rauskommt, nein, erstmal Modern Horizons. Spaß beiseite, wir öffnen Modern Horizons 3. Wie viel Modern Horizons 3 hast du denn schon gespielt und genutzt? Du bist ja eher so unter Pioneer, so ein bisschen Commander und so, oder? Und dafür habe ich tatsächlich überraschend viel noch mitbekommen. Also okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man dann doch so viel vom Set sieht. Aber ich meine, die ganzen Fetchlands, die ganzen neuen Prints, die da so rauskommen, die kann man auf jeden Fall sehr gut auch im Commander nutzen. Ja, hab ich gehört. Das ist richtig. Das ist richtig. Fetchlands kann man immer gut benutzen. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir öffnen das einfach, wie wir es immer machen, so gleichzeitig. Diesmal ein bisschen anderer Stil, live von der Magic und Amsterdam. Ich will immer Barcelona sagen. Ja, wirklich. So gewohnt da drin. Und genau, wir gucken ein bisschen an. Wir haben beide keine. So. Genau. Und wir gucken einfach mal, was wir so. Was sind. Oh. Der ist richtig cool. Der wird richtig viel gespielt auch tatsächlich. Mana jetzt schon. Genau wie hier. Den für Pauper, der ist richtig strong. Die Leute haben den nur noch nicht erkannt, meiner Meinung nach. Ich glaube, sie haben den schon erkannt. Es gibt noch nicht so viele Outlets, wo man den mal gut testen kann. Tatsächlich. Hier, Legend. Ja, Common. Common Legend. Leider halt aber super unnötig. Kannst du halt kein Commander-Deck drumherum bauen, weil seine Fähigkeit braucht halt mehr Kopien von ihm selbst. Man kann Grandeur tatsächlich selber schaffen, wenn du von ihm eine Kopie baust, die dann in den Friedhof und auf die Hand zurücksetzt. Dann sehr gut. Der Path ist auch cool. Ja. Sneaky Snacker ist übrigens eine meiner Lieblingskarten zum Aussprechen. Sneaky Snacker ist auch sehr gut in Demir-Decks von Pauper. Und hier haben wir schon direkt so ein modales Flipland, die ja auch mittlerweile alle ungetappt reinkommen können mit 3 Mana. Und deswegen sind sie auch sehr beliebt. Für 3 Leben, genau. Und die wird tatsächlich auch schon im Legacy gespielt. Oh, sehr cool. Und Destroy Target Land, 3 Mana. Das Wichtige ist halt, dass die danach drunter steht, Creatures without flying can't block. So das random, ist der wichtige Part. Schon geil. Schon eine geile Karte. Dann hast du eine Rare, das ist Deserted Temple, der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Ja. Ist ganz cool. Hat auf jeden Fall einen clean Text, ist aber auch schon eine ältere Karte, ne? Ja, ich habe den Reform. Ich dachte immer, der wäre teuer, aber ist gar nicht mehr so teuer. Nö. Und ist guter Sacrifice. Woodlands. Ganz cool, tatsächlich. Ein sehr cooles Land. Und bei dir? Ich habe noch einen Argent Dice, was schon mal cool ist, 2 Rares. Ja, das ist schon mal sehr cool. Und Sarpandian Simulacrum, leider nicht der blaue. Ja, aber sehr cool. Das Woodland ist tatsächlich eine meiner Favorite-Karten aus dem ganzen Set. Yeah. Einfach weil es daran liegt, dass es eine sehr, sehr starke Karte ist und sie, glaube ich, auch ziemlich underplayed aktuell ist. Die Leute haben sie am Anfang sehr gehypt, wussten dann nicht, was sie damit anfangen sollen. Yeah. Und ich glaube, wenn sie sie jetzt nochmal richtig lesen würden und spielen würden, wäre sie richtig broken. Total. Hast du sie denn schon im Legacy-Deck auch getestet? Tatsächlich. Ich habe sie im Lands gespielt und es war ziemlich gut. Ich habe leider mein Lands ja noch ohne Tabernakel. Ja. Yeah. Ist ja so eine der Karten, die mir fehlen. Und ja, hier, Glaring Fresh Wrecker ist eine der meistgespielten MA3-Karten im Legacy, weil er so viele Decks eine Win-Condition ist. Das ist Wahnsinn. Kevin Westphal mit seinem sehr ekligen Eldrazi-Deck hat damit auch schon den ganzen Tisch gewiped. Das war nur, weil er so viele Tokens macht. Ja. Hat er diesen Eldrazi-Doppler noch drin? Das ist einfach eine Death-Combo überhaupt. Ja, das ist ein Uncommon. Es ist insane als Uncommon. So krass. Dann, man hört, wir sind live. Dann hier noch so einen Tap Dual Land, die ich auch nicht schlecht finde. Auch wirklich cool. Ja. Planet Genesis habe ich auch schon im Modern Deck mitgesehen, tatsächlich. Ja. Die Karte ist so schade, dass sie jetzt runtergeschifft ist. Das ist das biggest Downgrade, aber es ist fair. Es ist nicht mehr das Power Level, was man für eine Rare hat. Das ist richtig. Und ich habe. Omo. Sind das etwa die Allesamtmarken? Allesamtmarken? ich finde die auf Deutsch ganz schlimm. Allesamtmarken auf Deutsch sind ganz schlimm. Everything Counter kann ich noch akzeptieren, aber Allesamtkarten finde ich ganz schlimm. Was hat mir im Podcast gesagt? Jedermannmarken. Jedermannmarken, genau. Das ist auch eine sehr schöne deutsche Übersetzung. Ja. Ich habe Devourer of Destiny. Nice. Den spielt man tatsächlich ganz, ganz viel, sowohl im Modern als auch im Legacy im Eldrazi-Deck. Ja. Weil er halt auf der Starthand kannst du ihn halt vorzeigen, 3 Karten angucken, eine Exil, 2 Exil, die andere oben drauf legen. Genau. Ähnlich wie einen Once Upon a Time. Once Upon a Time, genau. Und wenn man ihn spielt, also wirklich vom Cast, exilt man noch was. Der ist wirklich genau. Und du kannst ihn halt exilen mit Ugin's Labyrinth. Oh ja, das ist auch also du kannst quasi revealen, dein Free Value bekommen, dann Ugin's Labyrinth revealen und hast sofort 2. Mega gute Karte. Hast du noch? Shrieking Drake. Das ist meine Reprint-Karte. Ich habe Foil Jolted und Imskir, Iron Eater. Ich glaube, er ist cool. Die Leute haben nur kein rot-schwarzes Affinity-Deck für ihn. Ja. Weil er halt irgendwie, wenn er angreift, sieht man X Karten, wenn er X Leben, wobei X die halbe Anzahl der Artefakte ist. Und ich habe mir so, wow, das sind 2 Mana, ich ziehe 8 Karten oder so. Ja, das ist aber irgendwie, niemand spielt rot-schwarz. Ja, genau. Oh, Wirewood Symbiote und Foil. Ja, vor allem, ich mag das Symbol da unten immer. Jo, Foil sieht richtig stark schön aus. So richtig stark in dem Ding drin.
Sehr cool, sehr cool. Aber wie ist denn dein Eindruck von Modern Horizons 3? Ist das jetzt so, jetzt wo wir auch noch ein bisschen seit dem Release was her haben, ist ja schon ein ganz neues Set rausgekommen, das Assassin's Creed. War ja erst gestern gewesen sozusagen, wo das hier rauskam. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt, das nochmal Modern Horizons rauszubringen oder war das ein bisschen... Für den Wizards oder für die Spieler? Für die Spieler absolut nicht. Okay. Die Proto, die wir hier haben, sind in der Top 8, sind glaube ich 4 Nadu oder 5 Nadu-Decks. Krass. Und Mono Red Storm. Ja. Wo ich halt sagen muss, so, hey, also das hat niemandem etwas gebracht. Das war einfach unschön. Und die Meta ist so abgespaced dadurch und so traurig geworden, meiner Meinung nach. Ja. Auch eher richtig cool. Den habe ich auch im Legacy jetzt schon gespielt. Sehr cool. Battle Match, sehr, sehr cool. Disziplin. Die ist tatsächlich auch nicht schlecht. Ja, und Deserted Temple. Oh, nice. Sehr schön. Ich habe noch einen Junk Diver. Der ist auch. Wenn ich hier nach Draft Shaft gucke. Ja, ja. Dann, oh, nice. Nice. Sehr geil. Mein Emrakul, erster World anew. Mein erster Titan, Eldrazi Titan, den ich jemals gezogen habe. Ja. Oh, aber der ist auch... Die kostet Geld. Echt? Ist die kostet 5, 6 Euro. Krass. Aber ja, ich meine, wir haben es ja auch im Podcast gesagt, das ist wirklich für einen 2-Mana-Mana-Dog ist der wirklich sehr, sehr stark. Insane gut, weil du den auch super schnell auf 4 kriegen kannst. Ja. Aber Emrakul ist schon nice. Und hier, da muss ich ganz kurz drüber reden. Wheel of Potential, die Leute, ich verstehe nicht, was ist falsch bei euch? Wie könnt ihr die Karte falsch lesen? Die Leute, die sie falsch lesen wollen, die lesen da so einen Müll raus, die halt, ihr kriegt 3 Energy, dann dürft ihr X Energy bezahlen. Ja, ihr bezahlt X Energy. Ja. Und das, wie es in Magic funktioniert, ist, man sagt eine Zahl an X und dann versucht man, diese zu bezahlen. Ja. Und dann sagt man, you may pay X. Ja. Aber man sagt dann, ich sage als X 12, aber ich bezahle die nicht. Aber jetzt ist X 12. Und dann darf man die Hand exilen von jeder Spieler und darf 12 Karten ziehen. Und ich denke mir so, das ist nicht so, wie die Karte gedacht wurde. Ja. Das ist einfach Schwachsinn. Macht das einfach nicht. Hört einfach auf, Karten kaputt machen zu wollen. Vor allem das Mensch. Ding ist, ich glaube, da fehlt dann noch der verbundene Text von wegen X ist gleich die Anzahl der Mana Energy, die du gepayt hast. Tatsächlich ist es hier, you may pay X. Ja. If you do. Das fehlt. Das ah, if you okay, do okay, fehlt. Okay. Wer verstehe. Genau, das ist ein großer Unterschied. Krass. Und noch ein Necroblumen. Alter, sehr cool. Ja. Das hatte Jonas von 40 Life Podcast bei Elder Demon Highlander im Underworld Championship gespielt. Ja. Die Karte ist insane. Also, dass die Ender Dredge haben, wer hat sich das ausgedacht? Also Dredge immer. Die mit den Channel-Ländern ist richtig, richtig krass. Ja. Vorletztes Pack. Vorletztes Pack. Meinst du, wir kriegen noch einen zweiten Titan? Hoffentlich. Hoffentlich. So. Einmal machen. Breath your last. Ich finde auch selbst halt so, ne, sowas wie Galvanic Discharge. Das ist ja auch halt so eine Karte, durch das Energy ist. Das ist die meistgespielte Karte hier auf der Pro Tour. Ja, weil halt Energy surprisingly einfach ein sehr gutes Deck geworden ist. Flage ist ja auch so eine Karte, darüber haben viele Leute halt so ein bisschen geredet, ob die jetzt gut ist oder nicht. Und ich finde die auch Hammer. Ja. Also, Power Stone, auch gut. Primal Prayers. Primal Prayers, gute was Karte. Was ist das denn? When you cast this creature spell with a mana value 3 or less, pay. Okay. Genau, man kann Energy bezahlen statt Mana-Kosten. Oh. Und das ist sehr, sehr cool, weil sie ist im Endeffekt ist sie eine, jetzt muss ich nach, Alluren. Ah. Alluren, die Reserve-Karte. Ja. Alluren ist halt hier nochmal gerippt. Nur halt mit Energy. Genau. Energy-Alluren. Oh. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich habe den jetzt so 2-3 Mal gezogen oder so. Aber das ist halt so eine Karte, die ist mir halt vollkommen durchgegangen in all den ganzen Sachen, die wir hatten. Den hat Jimmy Wong gespielt bei Game Nights. Oh. Und er ist auch richtig cool. Also ich mag halt Eldrazi, wenn sie ein bisschen was wagen. Also es gibt ja jetzt mittlerweile 5-Color Eldrazi, ist relativ langweilig. Ja. Farbloses Eldrazi ist auch relativ langweilig. Ja. Der ist halt Mono-Red Eldrazi. Ja, das ist richtig. Ist schon was Netteres. Schön, cool. Und ein Landscape. Ey. Snow-Covered Waste. So schön. Das ist wirklich so sehr schön. Insane. Sehr cool, sehr cool. So. Letztes. Ich bin so hyped. Unterschrieben. Auch damit unterschrieben tatsächlich. Ich mag diese Art Karten ja eigentlich nicht, weil für mich ist es einfach nur Müll. Aber die nehme ich mir tatsächlich mit, weil ich möchte eventuell noch ein Kirk-Deck bauen. Dann kann ich den in Command bauen. Sehr, sehr cool. So, Last Pack. Last Pack. Ich habe keine Karte aus der Liste. Ja, ich auch nicht. Gut. Hier, der ist auch so stark tatsächlich. Mit 4 Mana, man kann ihn immer wieder wiederholen. Ja. Und die Leute haben ihn auch noch nicht am Schirm. Der kann sogar blocken, das ist insane. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis alle Pauper-Karten gut gescoutet worden sind. Ja, das ist richtig. Pauper, wie ist deine Meinung zu diesen Fetchlands? Ich finde die unheimlich mies. Ja.
was einfach daran liegt, dass sie halt, ja, sie tappen mit Farbloses, ja, man kann da was rausholen. In dreifarbig sind die ganz okay, aber sie haben eine Color Identity, das darf man nicht vergessen. Deswegen kann man sie jetzt nicht in Grün-Weiß oder so spielen. Dementsprechend, ja. Ja, also ich finde die halt cool, weil das hat halt Limited richtig interessant gemacht. Ich habe immer ein Ziel damit gespielt und die Decks, die ich gesehen habe, waren halt insane, ne? Cave of Oregon. Ja, Urza's Cave ist auch ziemlich, ziemlich geil. Einfach so ein Instant Speed Land Tutor ohne irgendwelche Restriktionen. Ey, kann man immer machen. Oh. Und es hat ja Aetherflux Genius, der Face Commander von dem Energy Deck. Yes. Sehr, einmal sehr cool. die kompletten Face Commander durchgesetzt. Ja, wirklich. Nur ein Cursed Mirror. Aber der ist auch sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob sie im Modern was damit machen. Was macht der? Ah, der kann als Kopierer reinkommen. Pakt oder eine Kreatur kopieren. Am Ende des Zuges wird es halt dann zum normalen Ding. Ist schon ganz cool, tatsächlich. Voll gut. Und? Ich habe noch einen Nightblade als Reprint. Und? Den Dreamtide Whale. Der ist halt in Limited ziemlich strong. Vor allem, wenn du proliferaten kannst, kannst du halt den einfach nie loswerden. Das 3 Mana 7-5. Ja, das ist richtig. Das ist einfach insane. Und bei mir ist es eine Platzhimmer. Oh, den Donner und Fetchländer. Donner und Fetchländer. Es gibt Fetchländer in diesem Set drin, tatsächlich. Sehr gut. Falls es noch nicht mitbekommen hat. Ja. Und Static Prison. Das ist doch auch eine Modern-Playable-Karte, oder? Tatsächlich, wird in Modern tatsächlich relativ viel sogar gespielt. Ja, Alter, diese verdammten Energy. Ich dachte, das wäre ein Meme. Ich dachte, es wäre ein Meme. Ja, das ist unser Opening zu Modern Horizons 3. Vielen Dank nochmal an den lieben Fabi, dass wir das aufwärmen dürfen. Dankeschön. Und was sagst du zu MH3? Viele Leute sagen ja, es ist ein bisschen teuer, es ist ein bisschen overhyped. Was sagst du dazu? Es ist sehr teuer, es ist aber auch, das hohe Power-Level macht halt einfach sehr viel Spaß. Ne? Das muss man halt einfach sagen. Das halt im Limited zu spielen, also das Sealed, was ich gespielt habe, das war ziemlich, ziemlich cool. Es macht halt Spaß, es zu öffnen. Es ist sehr teuer, also es ist halt das Ding. Leute sollten sich jetzt, glaube ich, nicht hier in Bund und Boden sparen, um Modern Horizons 3 zu rippen. Nee. Aber die Leute, die vielleicht mal ein Sealed mitspielen können, ich glaube, die haben eine gute Zeit. Collector-Displays sind tatsächlich der Shit. Kann ich wirklich sagen, ich habe 3 Collector-Displays aufgemacht und die waren alle drei insane. Alle drei waren völlig unterschiedlich. Die eine war so eine Money-Card, so eine Riffled Tamiyo oder so. Yeah. Bei dem anderen waren halt 1 Milliarde Fetchländer drin. Yeah. Und beim dritten waren halt wirklich so die High-Value-Karten teilweise mit drin. Deswegen insane gut und Collector-Displays scheinen das Ding zu sein dafür. Ja, ich meine, da sind ja auch sehr viele High-Value-Karten drin, deswegen, ich glaube, da daneben zu liegen, muss schon sehr schwierig sein. Das ist absolut richtig. Ja, ist ein gutes Set. Ob Horizons allgemein gut für Magic ist, müssen wir nochmal ein anderes Video zu machen. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Produkte und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne. Und wenn ihr Robin noch nicht gesehen habt, abonniert habt oder sonst was, Radio Ravnica, unser Podcast, den wir zusammen machen und auf dem Kanal Gamery sind auch noch ganz viele andere Videos. Dementsprechend könnt ihr da gerne mal reinschauen und hin und wieder mal einen Stream genießen. Ja, auf YouTube tatsächlich. YouTube-Streams, beste Streams. Ja. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.